Guten Tag, morgen heute. Ja, siehst du doch, ne? Perfektes Wetter, um mit Arbeit eine Runde Bilzer Berg zu fahren. Nein, Spaß. Heute geht's los mit puncto Sicherheit an dem Auto. Wir sind bei der Firma Wiechers in Nienburg. Ich sag mal so, einer der Dinosaurier in der Tuning-Szene, ne? Mhm. Gerade beim Ankommen, René, auch gesagt, gibt's ja eigentlich schon Ewigkeiten. Und heute nehmen wir mal puncto Überrollbügel, Käfig, die ganze Thematik, verschiedene Materialien, mal alles unter die Lupe und gucken mal, was wir für den Abarth eigentlich so brauchen, was so geht, damit das Ding für die kommende Saison endlich mal ein bisschen sicherer auf der Rennstrecke unterwegs ist. Weil da waren schon ziemlich viele Kommentare, die wirklich immer schon so waren. Gerade bei dem Abarth, der ja bekannt fürs Einplanken ist. Neues Wort. Einplanken feiere ich richtig, als ich die Kommentare gelesen habe. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall mal gucken, was wir da machen. So, wir laden ab und dann wartet auch Dominik schon drinnen auf uns und dann gucken wir einfach mal, was hier in Nienburg bei Wiechers so geht. So, wir sind angekommen. Erstmal Dominik, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Ja, gerne, willkommen. Uns für heute einmal ein bisschen in Thematik Käfig einzuführen. Ja, gerne, willkommen bei Wiechers Sport. So wie Dominik gerade sagt, wir fangen direkt mal bei Wiechers an. Ich habe schon gesagt, ihr seid ja so mit einer der Dinosaurier in der Tuning-Szene so ungefähr. Wiechers gibt es ja wirklich schon also über 50 Jahre mittlerweile. 50 Jahre? Ja, ja. Okay, krass. Ich hätte jetzt irgendwie so 30 gesagt oder so, aber 50 ist natürlich schon. 50. Wie ist da so die Geschichte hinter? Wie ist das Ganze mal entstanden? Entstanden, gegründet von Hans-Dieter Wiechers, dem damaligen Firmengründer, Eigentümer, mit dem BMW 02 Überrollbügel. Mhm. Selber Rennen gefahren, erst hobbymäßig. Dann braucht er halt einen Bügel. Dann hat er sich selber gebaut, in einer kleinen Garage. Kam dann mit dem Bügel, mit dem 6-Bauer Bügel zur ersten Rennstrecke. Andere Leute haben es gesehen. Und schon hat er für die nächste Kuppel eingebaut. Dann für den nächsten. Und irgendwann kam daraus ein Business. 1:1 wie bei Drexler neulich, ne? Ja. Da hatte auch der Alte, sage ich jetzt mal, auch eine Sperre gebraucht und sich selber welche gebaut. Und daraus ist auch dieses Business entstanden. Genau, Herbert und die Wiechers haben ziemlich zeitgleich angefangen. Wie groß ist Wiechers mittlerweile? Also sieht von außen schon mal groß aus? Ja, definitiv. Also 30 Mann momentan in der Produktion. Okay. Ja. Und ihr macht nicht nur überall Bügel und Käfige, sondern mittlerweile auch Drumstreben, Sitzkonsolen. Also Portfolio ist ein bisschen mehr geworden. Genau. Also wir haben überall Käfige, geschraubte, geschweißte Zellen, Drumstreben, Sitzkonsolen, Sonderbauten. So, dann müssen wir jetzt einfach mal mit Sache überall Bügel anfangen. Wir haben hier so eine ganz einfache Version. Flugsportbügel, Plug and Play. Mhm. Wird an der Originalgruppenfestigung festgeschraubt. Heißt, man muss also nichts im Auto bohren. Mhm. Also wirklich einfach reinstellen, fertig. Genau. An den Originalgurtpunkten. Wie ist das bei sowas mit Thema Zulassung? Ist machbar. Ist machbar, okay. Genau. Aber ist nicht so, dass sie alle mit ABE direkt kommen und reinstellen? Nein, wir liefern alle Bügel und Käfige mit einem Materialschirm aus und Typenschild. Mhm. Heißt Einzelabnahme. Einzelabnahme eintragen. Genau. Okay. Und solange Spiegel und Airbags nicht im Weg sind, ist auch kein Problem mit dem TÜV. Ja, ich sage immer, jedes Mal bei jedem Umbau den TÜV-Prüfer an Tag 1 gleich informieren und mir ins Boot holen. Dann ist es auch für den Prüfer nachvollziehbarer, was geändert wurde, gerade wenn es ein großes Projekt ist. Ja. Wenn der Käfig nur eine Baustelle von vielen ist, immer den Prüfer mit ins Boot holen, ihm sagen, ich habe das und das vor, klappt das so, was muss ich beachten? Ja. Und im Regelfall machen alle Prüfer gerne mit. Weil eigentlich darf man auch immer bei sowas nicht vergessen, man baut ja den Bügel oder den Käfig nicht ein, weil es cool aussieht, sondern weil es ja schon eigentlich Sicherheit bringen soll. Ne? Fall, genau. Und das muss ja eigentlich schon auch in dem Interesse sein. Ne? Genau. So, okay, von Überrollbügel geht es dann weiter, theoretisch zu, das ist jetzt die Vollversion, da ist alles drin. Wir haben jetzt hier kein Käfig stehen. Das ist aber schon das Mont Ultra von der geschraubten Käfig-Variante, keine Frage. Mhm. Zum eigentlichen Käfig über. Okay, das Ding sieht natürlich krass aus, weil das ist ja eigentlich schon fast mehr eine Zelle. Fast, ja, das ist an 6 Punkten jetzt geschraubt. Mhm. Vorderteil, Hauptbügel, hinten auf die Vilome. Mhm. Radläufe viel mehr. Hier haben wir wirklich alles, was man wirklich braucht für den Hobby-Motorsportler. Wo ist dann ich überlege gerade, Überrollbügel, wie der Name schon sagt, wenn das Auto sich überschlägt, eigentlich, wenn es auf dem Dach liegt. Genau. Das heißt, als Beispiel, wenn man in einer Rallye irgendwie einen Seitenaufprall oder irgendwas in Richtung hat, wird der Bügel wahrscheinlich relativ wenig bringen. Wird auch da nicht genutzt, hoffentlich, sollte man nicht. Also ist wirklich schon, sobald es um einen Rundumschutz geht, muss man gleich in Richtung Käfig. Das ist für das sportliche Fahren mit Optik, bietet auch Schutz, keine Frage.
Aber wer wirklich sportlich Mordschleife fährt, Trackdays richtig macht, braucht einen Käfig. Ob er dann schon dieses wirklich Vollprodukt, wie wir hier sind, braucht, ist mal eine Geschmackssache. Um einfach den Fahrer, der drin sitzt, von allen Seiten zu schützen. Genau. Und nicht nur beim Überschlag zu schützen. Genau. Weil hier haben wir auch den Schutz an der Seite, das Türkreuz. Mhm. Genau, da kommen wir später drauf. Eine Frage ist noch, ich sag jetzt mal, Clubsport-Version heißt Clubsport, weil halt an den Originalpunkten. Genau. Wie ist das so von Punktlos-Sicherheit? Bringt das was? Oder ist das auch mehr nur Show und Schein alles? Oder Show und Schein, es ist Show und Schein definitiv, keine Frage. Es gibt Sicherheit dazu. Also ist eine für eine Optik-Sache, genau, mit ein bisschen Schutz auf jeden Fall, weil selbst im Falle des Überschlages, der Bügel kann ja nicht einfach weg. So, genau. Das heißt, ein bisschen was wird da schon irgendwie machen. Ne? Auf jeden Fall. Okay, und dann ist besser als nichts, keine Frage. Als gar nicht, ja. Aber wer wirklich auf Sicherheit fährt, braucht halt wirklich das. Dann ist die nächste Variante Käfig. Wie ist das bei so einem Käfig theoretisch im Straßenverkehr? Ja. Machbar oder auch gar nicht machbar? Ist machbar. Auch das gleiche wie quasi beim Bügel. Solange Airbag und Spiegel kein Problem sind, machen auch die meisten TÜV über mit. Das ist also kein Problem. Und das heißt, wenn ich jetzt aber als Beispiel so ein Dach-Airbag oben drin habe, dann wird es schwierig, weil der kann ja nicht mehr, genau, kann nicht weg. Dann ist es problematisch. Dann muss man wirklich mit dem Prüfer sprechen, was machbar ist. Weil wir geben ja quasi durch den Käfig einen zusätzlichen Schutz rein. Aber die Autos sind halt mit einem Airbag zugelassen. Und dementsprechend ist es immer Sache vom Prüfer, ob er es macht. Gibt es aber hier genauso auch ein Gutachten mit dazu. Genau. Wieder per Einzelabnahme dann. Materialbeschreibung, genau. Materialbeschreibung heißt also einmal hier beschreiben das Material, was verwendet wurde. Ist eine Skizze dabei vom Käfig, dass er wirklich genauso ist. Dass alle Streben, die abgebildet sind, auch für uns so gebaut wurden. Wo du jetzt gerade Material ansprichst, es gibt einmal, habe ich auf jeden Fall gesehen, Aluminium. Korrekt. Das ist komplett nur Show and Shine. Nur wirklich nur Show and Shine. Genau. Eigentlich krass, dass es sowas gibt, dass man sich wirklich nur für Show so ein Ding da reinbaut. Ist, wie gesagt, vor 20, 25 Jahren auch im Motorsport noch genutzt, aber jetzt halt nicht mehr erlaubt. Und dann gibt es 45er Stahl, das ist so der Standardstahl. Und dann gibt es Chromo 4 Stahl. Das ist also extrem zugfester und leichter Stahl. Und mit dem Chromo Stahl kriegt man das gleiche Ergebnis hin wie mit dem normalen Stahl? Von der Festigkeit her und von der Steifigkeit? Nein, Chromo ist deutlich stärker. Ist sogar stärker, achso, okay. Fall, ja. Das heißt, der Chromo-Käfig ist auch schon das stabilste, was man einbauen kann. Genau. Und ist dazu auch noch leichter. Leichter. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall schon mal den. Kann man sagen, wie viel leichter der ist? 20% würde ich sagen. 20%, okay. Je nachdem, was für Bestrebung. Was wiegt so eine Zelle, wie sie hier steht, im Käfig? So wie jetzt. Also ohne natürlich den Rahmen runter. Scheiße, wir wagen nicht mit heute. Ich würde sagen 45 Kilo. Okay, hätte ich sogar fast mehr getippt. Ja? Ich hätte sogar mehr gedacht. Nee, der normale Stahl ist schwerer, aber ich würde sagen, mit 45 mal mit der Vollvariante, was wir hier sehen. Ah, das ist auch Chrom? Das ist Chrom. Okay. So, jetzt ist die Frage, wie sieht das bei euch aus? Ich habe im Online-Shop schon mal ein bisschen gestöbert. Ja. Normalerweise geht es dann, wenn man den Käfig nimmt, gibt es da verschiedene Versionen. Genau. Die einfachste Version ist immer einfach nur der Hauptbügel. Korrekt. Der einmal rumgeht. Korrekt. Dann hat man immer die Abstützung hinten aus Rathaus. Ja. Logischerweise den Hauptrahmen nach vorne. Beim Käfig. Beim Käfig, genau. Bügel nicht. Und dann hört es eigentlich auch schon auf, oder? Ja, aber da gibt es auch zwei Varianten. Einmal vorm Armatur mit, einmal durchs Armatur mit. Das ist jetzt eine Variante durchs Armatur mit. Sieht man an dem stärkeren Knick. Das ist jetzt beides quasi. Einmal durch und einmal davor wahrscheinlich. Oder ist jetzt das ist jetzt mittlerweile die doppelte A-Säule, die gefordert wird seit 10 Jahren, glaube ich, mittlerweile schon im Motorsport. Gibt doppelten Schutz, nochmal Versteifung. Weil man halt hier einen Knick einbaut ins Armaturenbrett, gibt es halt nochmal eine Versteifung mit dem zusätzlichen doppelten A-Säulenschutz. Es gibt auch Kunden, die bauen die ein, obwohl der Käfig vorm Armaturenbrett ist. Geht auch, keine Frage. Man verringert halt den Platz, den man hat zum Einsteigen. Ja. Das heißt, Motorsport, gibt es im Motorsport auch die Möglichkeit, eine schraubbare Zelle oder einen schraubbaren Käfig auch im Motorsport zu nutzen? Das geht auch. Also in vielen breiten Sportklassen ist es erlaubt. Ist erlaubt, okay. Die bessere Variante ist aber immer einfach. Es verschweißt. Gibt mehr Stabilität für die Geruchsrosse, weil wir hier auch die komplette Zelle nachschweißen im Haus, um halt wirklich vorne auf den Dom auf die Achsen etc. Ah, das heißt, wenn ihr so richtige, man kann bei euch auch eine Karosse bringen und ihr schweißt da wirklich eine komplette Zelle rein. Genau. Also viele Kunden bringen uns wirklich eine leere Rohkarosse zu uns, ohne Motor, ohne Getriebe, ohne Kabel, komplett nackt, wirklich leer. Nur Blech. Nur Blech. Dann je nach Option, was der Kunde möchte. Viele Kunden schweißen selber. Wir können auch gerne die Karosse nachschweißen,
Und dann gehen wir halt wirklich auf den Kundenwunsch hier vor Ort ein. Der Kunde sagt uns, was er gerne möchte. Wir sagen, was wir dazu denken, was machbar ist, was eine gute Kombination ist. Und dann schweißen wir hier vor Ort eine Zelle ein. Mhm. Was sind das für Autos? Alles querbeet. Querbeet, wirklich. Von Porsche bis zum E30, bis zum Golf 1, ja, bis zum Triumph. Patrick hatte seinen Chirurgen auch hier, glaube ich. Ja? Mhm. Also wirklich eine Zelle. Opel Corsa A. Also wirklich komplett. Corsa A. Alles. Gibt es alles noch. Ja. Krass. Weil von jung bis alt, alle Autos hier. Bei einer eingeschweißten Zelle ist es dann halt so, der wird ja logischerweise dann im Auto gebaut und genau. Auch im Auto immer weiter verschweißt. Ne? Korrekt. Also normalerweise, wenn die Rohkarosse zu uns kommt, wir haben einen Messarm, wir vermessen einmal quasi die Karosse, dann beginnen wir mit dem Hauptbügel und Vorderteil und dann kämpfen wir uns quasi durch die Karosse durch. Wenn es das Auto bei euch noch nicht gab? Nee, oder macht Rohkarosse immer. Rohkarosse immer im Haus, angefertigt, immer individuell. Achso, ich hätte gedacht, selbst da habt ihr auch schon Sachen dann fertig. Wir haben Hauptbügelvorteile, haben wir, da Maße für. Ja. Aber trotzdem gehen wir dann individuell am Fahrzeug nochmal ran. Weil ich glaube, ein Punkt, den man komplett unterschätzt ist, wenn man jetzt dieses Konstrukt hier sieht, denkt man erstmal gar nicht dran, es muss ja auch noch irgendwie ins Auto rein. So, ne? Ja. Es geht ja schon damit meistens los, wenn man nur einen Sitz oder einen Teppich aus dem Auto rauskriegen will, ist das ja schon immer ganz schön große und sperrige Sachen. Genau, also wirklich viel Zirkelei. Man braucht auf jeden Fall einen guten Kumpel mit zwei Händen dazu. Ne? So, und jetzt sehe ich hier nämlich auch verschiedenste Schraubelemente auch. Es gibt einmal so diese typischen Muffen einfach zum Rüberschieben. Korrekt, genau. Da stelle ich mir immer die Frage, wie kriegt ihr das hin, dass das nicht zerkratzt davor oder danach? Das ist mega schwierig. Ist wirklich schwierig. Auch für uns. Weil es wird ja, quasi es wird zu einer Seite rübergeschoben, dann ins Auto rein, dann zurück und dann verschraubt. Genau, genau. Deswegen wir empfehlen auch jedem Kunden, wenn er unlackierten Käfig kauft, und ihn, bevor er den selber lackiert, einmal im Fahrzeug reinstellen oder zumindest neben dem Fahrzeug reinstellen, besser noch im Fahrzeug reinstellen, einmal aufbauen, einmal zusammenstecken, einmal schon mal die Punkte am Fahrzeug schon mal haben, schon mal bohren, dass man alles schon hat, dass man schon mal die schlimmen Arbeiten schon mal ohne Lackschäden machen kann. Dann weiß man, dass alles hundertprozentig zusammengeht. Ja, man weiß, wie man es machen muss, dann geht beim zweiten Mal viel, viel schneller und dann lackieren oder pulvern. Und dann beim zweiten Mal hat man schon eine Übung und dann kriegt man es auch ohne Probleme rein. Kann man was sagen, ob diese Schraubverbindung hier jetzt das Ganze schwächt oder ist es ganz egal mit dieser Schiebetechnik? Also wenn das ein durchgehendes Rohr wäre, wäre das ein Unterschied? Klar, das ist halt der Vorteil bei einer eingeschweißten Zelle. Ist nochmal stabiler. Ist schon noch besser, okay. Ja. Ich hätte gedacht, das ist jetzt so... Ist super stabil, keine Frage. Ist es safe, ist super stabil, das ist super. Aber halt eine eingeschweißte Zelle ist nochmal ein Tick Optimum. So, jetzt sehe ich hier aber, fällt kaum auf, gibt es noch eine andere Schraubverbindung. Genau. Das sind also unsere universelle Schnellverbinder, auch von der 4 homologiert. Man spart also halt diese Schieberei. Ja. Man spart auch ein bisschen Gewicht durch die standen Schrauben, die im Fall sind. Sieht auch extrem cool aus. Weil man sieht es nämlich eigentlich gar nicht. Genau. Warum sind jetzt genau hier die? Einfach nur, weil die das zeigen wollten? Das ist einfach zum Zeigen jetzt hier. Das ist einfach jetzt als Muster zum Zeigen, was machbar ist. Ja, das ist unser Showkäfig, der auch normalerweise auf der Motorshow steht, den wir nur mitnehmen. Um es einfach jetzt gut zu zeigen, was machbar ist. Okay, also es wäre. Auf der rechten Seite haben wir die normalen Muffen. Ach, stimmt, da sind die Schienen drin. Genau. Das haben wir einfach gemacht, zum Zeigen, was machbar ist. Das heißt, theoretisch kann ein Kunde aber wirklich sagen, er hätte gerne die Dinger überall. Ja, ist machbar. Gibt auch einige wenige Kunden, die es machen. Und man spart sich halt die Schrauben. Könnte man mit der Verbindung auch die ganzen Schraubpunkte wegmachen? Ja. Geht sogar auch, dass man direkt an den Hauptbügel was anschweißt und dann mit der Schraube weggeht? Genau. Cool. Weil finde ich persönlich optisch, finde ich das schon geiler, wenn man, also dann sieht es halt aus wie eine richtige Zelle. Genau. Dass man halt die Verbinder da überall hat. Ne? So, okay. Letzter Punkt ist, wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, wenn man diesen Käfig auf dem Boden verschraubt. Genau, das Gegenplatte. Gibt eine richtige Gegenplatte. Jetzt auf dem Showkäfig nicht. Ja. Die Gegenplatte einfach direkt unter dem Käfig, um die Fläche, die Aufnahmefläche zum Verschrauben zu vergrößern, die Aufnahme. Und gibt nochmal ein Blech unter dem Fahrzeug. Ah, okay. Also es ist nicht so, dass das Ding einfach nur auf den Unterboden kommt. Ich weiß noch, den Käfig, den ich damals in meinem Golf 1 gebaut habe, den Bügel, den habe ich definitiv einfach reingestellt. Kann man machen, nicht das Optimum, keine Frage. Dann gibt es halt die Option, man kann die beiden Platten verschweißen oder verschrauben. Verschweißen ist halt nur Stabilitätsfaktor. Viele Kunden verschrauben es nur, ist auch super, keine Frage. Verschweiß ist nur mal Optimum. Das heißt, man macht dann eine Mischung aus Schraub und Schweißen. Man schweißt sich die Plattenform, lackieren, wie auch immer, ins Auto rein und schraubt dann genau. die
Zelle da rein. Gibt es aber für so einen Schraubkäfig auch eine FIA-Zulassung? Gibt es ja auch die Möglichkeit? Ja. Tatsächlich, okay. Und das wird auch, ist dann so eine ganz normale Schraubverbindung? Oder gibt's Käfig, da auch? Der Käfig, so wie er hier steht, könnten wir theoretisch ein Zertifikat beantragen beim DMSB und der kann dann so gefahren werden. Also das reicht dann wirklich mit den drei Schrauben auf Platte, Platte geschraubt, fertig. Ja. Natürlich mit passenden, Anbindungen. Genau. Okay. So, okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Thematik hier raus. Jetzt müssen wir noch die Strebe, sollen wir auch noch mal erwähnen hier, dass die wirklich nur jetzt Halterung für die Netze ist. Mhm. Die Strebe möchten wir eigentlich gar nicht verbauen. Sagen wir auch jedem Kunden, wenn er sie haben will, dann aber nur die wieder will, weil das wirklich eine Kniebrecherscheibe ist. Mhm. Okay, ja, man liegt jetzt hier direkt mit den Knien runter, ne? Genau, wenn es dann wirklich auf Aufschlag kommen sollte, ist es nicht schön. Deswegen, ich persönlich empfehle keinen Kunden, die zu nehmen. Stabilitätsmäßig braucht man aber nicht, wenn man hier so... Man hat so viel Verstrebung hier vorne, das reicht. Alles so stabil, das ist super. Okay. Das ist hier auch die Option der Befestigung der Gurte. Also was ich auf jeden Fall extrem sexy finde, ist die Strebe irgendwie. Die Ohrenstrebe, wie nennt die Ohrenstrebe? Genau. Ich sehe irgendwie so richtig nach Motorsport aus. Ja. Wobei da die große Frage ist, ob das beim Aber zum Beispiel überhaupt geht, weil es ist ja auch so ein bisschen Platzfrage da drin immer, ne? Genau. Das müssen wir gucken, ob es machbar ist. Man kann es auch verkürzen, man kann es auch kleiner machen. Ja, aber dann ist die Optik so ein bisschen. Ja, wir können mal gucken, ob wir es hinkriegen, ob es machbar ist in einem kleinen Fahrzeug. Die Frage ist, was später mit Sitz reinkommt. Kommt so in Sitz rein? Ja. Oder einer mit Ohren richtig? Nee, ganz normal Pole Position. Okay. Das ist kein Ding. So, was würdet ihr normalerweise dem, ich sag jetzt mal, Hobby-Trackday-Fahrer, falsch, Hobby-Trackday nicht, jemand, der schon regelmäßig mit dem Auto Trackdays und Rennstrecke fährt, welche Streben würdest du dem empfehlen? Also was lohnt sich von der Sicherheit her? Alles. Eigentlich mal alles, je nachdem. Aber wenn man das Auto auch wirklich noch im Straßenverkehr nutzt, ne? Ist das Türkreuz super schön für die Rennstrecke, aber halt ein Ausstieg ist halt täglich im Daily, ist halt ein bisschen einschränkend. Ne? Ja, ja. Man kann es rausschrauben, es ist schraubbar. Ja, ja. Man braucht aber schon ein paar Minuten. Ne? Man kann die ganze Einheit rausschrauben im täglichen Fahren, in die Garage legen und einfach so fahren in die Stadt. Ne? Hat man das Grundgerüst noch und wenn man dann zum Ring fährt, etc., Hülterberg, reinschrauben, kann man machen. Das heißt, man würde wirklich das ganze Stück rausnehmen? Genau. 5 Schrauben sind ja insgesamt, 5 Punkte. Ja. Lösen, raus und in die Garage legen und mit dem werde ich auch noch rausnehmen. Mhm. Genau. Okay, verstehe, stimmt. Nee, man könnte tatsächlich... Das Dachkreuz ist halt eine Variante, wenn man mit 2 Fahrern fährt. Sonst reicht auch eine Diagonale. Mhm. Das heißt, sonst würde man eine nur so machen? Genau. Im Normalfall hat der Käfig gar keine Strebe oben. Mhm. Wir liefern die Käfig standardmäßig ohne Strebe oben aus. Das ist dann die Basis. Dann gibt es halt Diagonale oder halt das Kreuz. Mhm. Mhm. Was ich jedem Kunden empfehle, ist halt auch immer eine Gurtstrebe zur Befestigung der Sicherheitsgurte. Mhm. Ist im Straßenverkehr nicht zugelassen. Mhm. Also man muss weiterhin den Originalgurt drin haben. Aber wenn es auf die Strecke geht, kann man dann parallel halt den Schrotgurt, sagen wir mal, am Fahrzeug befestigen. Okay, bestellt. Zwei Optionen, also, entweder die Strebe. Genau. Das ist wirklich je nach Fahrzeug verschieden, wie der Winkel fällt vom Gehweg im Auto, dass der Gurt auch wirklich schön fällt. Man kann also jetzt einen Hauptbügel mit Gurtstrebe einbauen. Das ist eine Variante. Die allergängigste ist eine Strebe unter dem Kreuz oder in diesem Kreuz. Ich stelle mir problematisch vor, bei dem Aber jetzt, da sitzt man mit dem Sitz schon relativ weit hinten. Also man sitzt, glaube ich, mit dem Sitz schon am Hauptbügel. In dem Hauptbügel. Ja. Da müssen wir gucken. Ich denke mal, in dem Fall ist es wirklich besser, man setzt die Strebe hier runter. Und hier kommt eine Strebe rein für die Gurte. Ja, ja. Das ist, glaube ich, bei dem Auto platzmäßig das Beste. Ja. Aktuell habe ich da von den Italienern so eine Strebe hinten drin. Okay. Die bieten auch eine an, die man hinten zwischen die Dome schraubt. Ja. Aber da würde ich jetzt auch keinen, nicht aufs Glück, einen Gurt dran machen, weil es eigentlich nur eine Dunststrebe ist. Mhm. Okay, das heißt, Material haben wir, Verschraubung haben wir, Schweißzelle haben wir, Zulassung haben wir. Zulassung haben wir, theoretisch. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch nur noch einen Weg finden. Wir wollen uns auf jeden Fall ein bisschen Produktion angucken. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze, wie wir das hier zu Ende ausrollen, die Thematik. Ja. Das heißt, idealerweise würden wir ich will es mit dem Käfig nicht übertreiben. Der soll noch ein bisschen... Aber mehr als den Clubshop-Bügel. Ja, klar. Okay. Und noch keine Zelle. Noch nicht.
Der soll erstmal so, dass es noch so einigermaßen, ich will nicht sagen straßenkonform ist, aber klar, man kann es natürlich auch rein- und rausschrauben. Also doppelt ist auf jeden Fall zu viel, weil dann müssen wir definitiv durchs Armaturenbrett gehen. Ist empfehlenswert, weil man halt mehr Platz gewinnt. Man muss nicht zwingend, wir können auch davor gehen, nur halt dann ist wieder Federplatz. Die Strebe ist halt für Motorsport gefordert. Für normalen Trackday und Straßengebrauch brauchen wir sie nicht. Das ist nochmal extra an Sicherheit, aber für den Daily Drive geht er ohne. Okay, das heißt, wir gehen vor dem Armaturenbrett durch. Genau. Dann ist die Frage, einfacher Flankenschutz, Kreuzstrebe oder doppelt? Doppelt sind zwei Streben übereinander. Ja, das gefällt mir optisch nicht. Also wenn, dann muss Kreuz. Kreuz ich mir auch. Die allermeisten Kunden nehmen auch wirklich das Kreuz. Ja, ist auch wirklich schöner. Diese, ich sag jetzt mal Knoten, sind das Knotenbleche? Knotenbleche, ja. Die bringen zusätzlich echt nochmal so viel. Steifigkeit, ja. Ist erwiesen worden, wurde eingeführt vor Jahren im Motorsport. Krass, dann gehen wir nochmal mit Steifigkeit. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man die Rohre so spitz verschweißt, dass die eh schon... Es ist schon super, ist halt nochmal top. Das ist ja wirklich auch... Die FIA ist ja wirklich auch sehr viel in Forschung. Die analysieren jeden Unfall. Und die Käfige waren ja damals schon sicher. Aber es gibt immer noch eine Stufe mehr und mehr und mehr. Die lernen also jeden Unfall. Und irgendwann wurde halt gecheckt, ja, das Kreuz ist super, aber hier noch ein Knoblauch rein, gibt nochmal halt einen Tick mehr. Wie ist das mit dem Thema Türpappe? Macht das einen Unterschied, wo das Ganze sitzt? Genau. Auch noch? Ja. Boah, aber dann müsst ihr ja schon ziemlich kundenspezifisch die ganzen Dinger mal bauen, ne? Genau. Ehrlich gesagt, die allermeisten Kunden, die so einen Käfig nehmen in dem Vollprogramm, haben auch ein Auto, das ausgeräumt ist. Die fahren dann entweder ohne Türverkleidung, mit einem ganz dünnen Blech, Carbonverkleidung, aber die allermeisten haben, allerdings haben das serienmäßig noch drin. Würde es aber mit Serie gehen? Würde gehen, muss aber auch in den allermeisten Fällen zu uns, Sonderfertigung, hier angepasst, dann kriegen wir es hin. Krass. Ja. Also ich sag mal, wir kriegen vor Ort, wenn das Auto hier ist, eigentlich fast jeden Kundenwunsch erfüllt. Ja. Zum Verschicken, so mit Online-Shop, ist halt immer schwierig. Okay, das heißt, im Normalfall bringt der Kunde dann das Auto aber auch schon ausgeräumt her? Also ohne Sachen? Jein, ist verschieden. Es gibt Kunden halt, die dann, weil wir, sei ja nachher bei eurer Arbeit, alles, was später wieder rein soll, ne? Armaturenbrett, das muss halt auch dann bei der Anlieferung dabei sein. Logischerweise. Wir müssen halt wissen, wo können wir ran, wo sind unsere Punkte, die wir beachten müssen. Ja. Auch später, wenn du jetzt die Verkleidung änderst, die später reinkommt, muss drin sein. Ne? Wenn wir nach vorne eine Domanbindung machen wollen, was ja eigentlich für die Rennstrecke wahrscheinlich auch sinnvoll eigentlich wäre. Ja. Machen wir so nicht, ist dann halt in der Variante der Rohkarosse. Das ist dann richtige Schweißen, weil man muss auch Löcher bohren. Genau, in dem Fall würde ich sagen, Domstrebe einbauen, gibt auch Steifigkeit. Ja. Haben wir auch für das Fahrzeug. Haben Kunden sich schon mal gemeldet oder du persönlich Erfahrungen gemacht, wenn man so ein Auto mit und ohne fährt, ist das ein riesen Unterschied in Sachen Steifigkeit? Merkt man wirklich sofort? Es gibt viele Kunden, die berichten das gleich, dass es wirklich steifer ist, keine Frage. Wir kriegen auch Gott sei Dank nach Unfällen positive Resonanz. Der Käfig hat gehalten, war super, vielen Dank. Das freut uns und wir hängen natürlich auch gerne an die Berichte dann uns in der Portion auf. Also ich muss schon sagen, wenn ihr hier drin sitzt, gibt das schon so ein sicheres Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Wenn man so ein Ding um sich herum gebaut hat. Genau. Ich möchte Nordschleife in meinem Auto schnell fahren ohne Käfig. Möchte ich nicht. Ja. Also, nee, das stimmt schon. Okay, aber was auf jeden Fall cool ist, das heißt, wenn, übertrieben gesagt, wenn ein Kunde jetzt Sonderwunsch hat und hier fünf Streben nebeneinander haben will, dann würdet ihr ihm auch fünf Stück daneben haben. Klar. Solange es technisch am Ende noch zerlegbar, montierbar ist und so weiter. Thema Kosten, nur mal so grob anreißen. Was kostet so eine Chromo-Zelle als Schraubzelle? Die Schraubvariante, so wie die hier steht, liegt bei knapp 3.000 Euro. Knapp 3.000 Euro, okay. Da ist dann aber sind noch keine Sonderanfertigungen oder irgendwas mit drin. So wie es ist, aus dem Katalog, aus dem Shop raus, ja. Standardprodukt. Okay. Für ein Fahrzeug, was wir schon haben, was gelistet ist. Ja. Und alles andere ist dann hier vor Ort besprechen. Das ist wichtig, was konfigurieren. Hier vor Ort besprechen dann, was machbar ist. Und dann geht es nach Stundenmaterial. Tja, okay. Das heißt, um jetzt weiterzukommen, müssen wir wahrscheinlich am Auto gucken, was überhaupt machbar wäre. Genau. So, ich entschuldige mich auf jeden Fall erstmal schon mal für den Ton, weil wir sind halt hier in der Fertigung, die übrigens extrem cool ist. Also wir haben gerade so viel beim Durchlaufen gesehen, dass wir euch das auf jeden Fall zeigen müssen. Da müssen wir uns jetzt nur noch ein Konzept überlegen, wie wir das begleiten. Ja. Am liebsten natürlich den Käfig begleiten. Ja. Wir gucken mal. So, jetzt sind wir aber hier hinten angekommen und gucken uns mal an, was hier theoretisch reingeht. Ja, schöner Wagen auf jeden Fall.
By the way, wir haben hier auch Sascha und Fabian, die werden später dein Auto auch bauen. Die Bügel und die Käfige. Die haben später die Aufgabe, dein Käfig dann nach deinen Wünschen zu bauen. Aber ihr würdet das jetzt echt kundenspezifisch für jeden Kunden machen? Wir haben für das Auto schon Standard-Käfig im Programm, mit weniger Verstrebungen. Den kann man ganz normal online bestellen. Okay, aber ich glaube, online gibt es zum Beispiel nicht, dass man hier so einen Y, nee, X, wie hat man das genannt? Türkreuz. Ja. Türkreuz, sowas kann man, eigentlich kann man nicht. Auch aussehen, doch. Aber Ohrenstrebe wird schon schwierig, Doppelradio wird schwierig. Mhm. Ich kann mir ja mal reinsetzen. Genau. So. Das ist meine Fahrposition. Ja. Guck mal, was er reinbekommt am Hauptbügel. Weil das Problem wird ja sein, der Bügel muss ja eigentlich hinter dem Sitz logischerweise. Ja, genau. Aber ich denke mal, da du ziemlich weit vorne sitzt, ist das kein Problem eigentlich. Weil wir können ja bis zu 10 Grad maximal neigen dem Bügel, laut Vorschrift. Ah, da gibt es eine Vorschrift. Ja, genau. Wir dürfen wirklich nur bis zu 10 Grad biegen. Mhm. Nach hinten kippen, nach vorne dürfen wir gar nicht. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Weil meistens haben die Sitze so 2-3 Grad nur. Und das sollte eigentlich alles machbar sein. Platz ist auch genug da. Bei der Ohrenstrebe müssen wir mal gucken. Wenn du einen Helm sitzt, ist natürlich schwieriger. Aber ich denke mal, das sollte alles klappen. Aber weiter, kannst du auch einen Dachkreuzer haben? Wo läuft das hin? Also eigentlich will ich natürlich das so sicher wie möglich haben, aber auch eigentlich so leicht wie möglich. Also ja, ich denke mal, beim Chromo-Kreuz ist ja nicht so das Problem, wenn du jetzt ein Kreuz mehr machst und nicht. Wenn du jetzt Stahl machst, dann könnte man schon überlegen, okay, ich mach kein Kreuz rein. Müsste ich mir dann jetzt aber überlegen, ob mit Teppich, mit Himmel oder ohne Himmel, oder ist das bei dem Auto egal hier? Bei dem wäre es wahrscheinlich egal, weil du auch ziemlich weit nach oben hast. So beim Ford Focus hast du das Problem, das Auto ist echt extrem lang gezogen, aber hat ein ziemlich flaches Dach. Da wird das schon im Kopf schwieriger, dass du wirklich irgendwo Platz gewinnst, dein Kopf oder irgendwas. Ne? Aber hier hast du wirklich viel Raum nach oben. Also das, man hat zwar ein Rohr da, klar, weiß man auch, aber ist noch besser als bei anderen Autos. Sascha, wir haben gerade eben schon ein bisschen gequatscht über Optionen. Wahrscheinlich wollen wir viel mit Schnellverbindern hier machen. Sag mal so, wir haben ja das im Programm selber drin. Und wenn wir das reinbringen ins Programm, wenn wir wirklich ein Auto vom Kunden kriegen und sagen, hier, pass auf, ihr habt das noch nicht, wir bauen das jetzt komplett für euch auf, wir wollen das Auto haben, ihr könnt eine Schablone machen und sowas. Meistens machen wir die Anpassungen wirklich komplett, Türkreuze, alles was geht, damit man auch gleich sagen kann, okay, wir können das und das bauen und das nicht. Und wenn dann ein Kunde sagt, ich hätte das aber trotzdem gerne, dann musst du wirklich herkommen und sagen, okay, mach eine Sonderfertigung und dann schauen wir wirklich genau hin oder was müssen wir ausbauen, was nicht. Wie viele Käfige habt ihr schon so gebaut? Also macht ihr da so einen am Tag oder wie ist das so? Kommt darauf an, wie viel drin ist. Ne? Wenn du jetzt einen kompletten Käfig hast, wie da zum Beispiel, mit Ohrenstreben, Dachkreuz, Türkreuze, A-Säule, braucht man schon 2,5 Tage. Ne? Mit Türk, also mit Knotenblechen und zum Verschweißen auch. Ne? Wann müsste ich mich festlegen mit der Ohrenstrebe? Relativ am Anfang schon? Nö, kannst oder? Du machen, wenn du willst. Aber wird schon geil aussehen. Wenn du weißt, okay, wann seid ihr fertig, wie viel müsst ihr noch machen? Ich brauche eigentlich nur noch schweißen oder brauche eine Ohrenstrebe. Ne? Also ich würde auf jeden Fall die Ohrenstrebe cooler finden als das Kreuz im Dach. Okay. Krass, echt? Ja. Echt? Nee. Echt? Nee. Also ich guck da irgendwie drauf und fand diese Ohrenstrebe war gleich irgendwie. Das ist ja irgendwie so richtig Motorsport hin. Ja, okay, gut, das wird natürlich mehr, als wenn du nichts mehr hast. Das stimmt. Ich finde Dachkreuz geil. Das finde ich auch. Ja. Okay, aber wenn du dich an der Ohrenstrebe festhältst, dann oder gehen wir mal von der Maximalversion aus. Maximalversion wäre Dachkreuz, ja. Ohrenstrebe, ja. Hier ein Kreuz, ja. A-Säule, geht dann meistens von hier so runter, ins Türkreuz mit rein geht das. Also einfach oder doppelt? Einfach. Also geht dann hier irgendwo so? Ja genau, das wäre der Schnittpunkt theoretisch von der Dachquerstrebe. Mhm. Du hast hier oben die Querstrebe drüber liegen und da hast du dann auch gewisse Maße, die du einhalten musst. Und dann kannst du von da aus nochmal die A-Säule oben theoretisch nochmal stützen. Und muss die dann genau gerade runtergehen oder können wir die dann auch mit Bogen die so? Die können wir auch nach außen dürfen wir die biegen, ja, auch wegen Lenkradfreiheit und sowas. Beim GT3-Fahrzeug vom SLS hast du das ja. Ja, ja. Da hast du ja wirklich diese kleine Strebe da am Lenkrad sitzen, du hast ja wirklich gerade so die Hand frei. Ich weiß nicht, Rennfahrer merken das vielleicht nicht, aber manche Kunden sagen so, ja, ich kriege da eine Hand zwischen, aber wenn ich lenke, habe ich Angst, dass ich dagegen schlage. Also bei manchen Autos ist das schon extrem. Also beim SLS fand ich das schon richtig eng. Ja gut, wenn die Tür zu ist, hat man ja so einen Aufbau dann noch so ein 41er Rohr dazwischen, dann noch die Hand mit Lenkrad. So viel Platz ist da ja. Vielleicht auch Handschuhe an. Ja. Ja. Ich glaube, machen wir Fenster auf und Tür zu und dann sehen wir das ja. Mach ein Stück Rohr hier. Dann brauchen wir das mal im Zollstock.
Zöllner. Ja. Du hast ja hier das Rohr sitzen und dann musst du dir auch vorstellen, wenn du wirklich schön alles nach außen machen willst, kommt die Strebe hier. Guck mal, da hast du schon hier die Hand. Mhm. Und da sitzt die Strebe, ne? Deswegen macht man meistens halt einen kleinen Knick rein, dass man die Hand frei kriegt. Kommt dann aber auch an, wo das Kreuz sitzt und... Okay, aber dann wird es wirklich vom Ein- und Aussteigen her dann schon tricky. Da musst du die 30 Sekunden aber ganz schön einhalten. Ne? Weil ich dachte gerade, dass hier doch Platz ist unten zum Ein- und Aussteigen bei dem Auto. Aber jetzt sagtest du gerade, hier kommt das Rohr runter, ne? Wenn ich das richtig... Ja, das geht nach vorne, ne? Das geht auch nach vorne hin, aber du hast ja immer das Rohr hier im Weg. Und du musst ja dann immer in den... Und auch noch... Genau. Dann wenn die 30 Sekunden... Ja, jetzt einfach gerade das Bein hoch. Weil du musst ja über die Strebe rüber. Ich bin zum Glück recht gelenkig, aber das wird bei anderen auf jeden Fall anders aussehen. Ja. Dafür brauche ich Ohrenstrebe, gell? Mich so. ja, okay. Brauchst du einen Schuhanzieher für? Ich verstehe das Problem. Könnte ich denn das theoretisch rausschrauben? Das Kreuz unten? Das kannst du rausschrauben, aber willst du es erst rausschrauben und dann aussteigen? Oder willst du. Nein. Für Daily Drive, genau. Nein, ich weiß. So, da wir ja so oft mit dem Auto rumfahren, nee, nur theoretisch würde es gehen. Das könnte gehen. Wird auch eingeschraubt und eingebaut oder? Muss irgendwie eigentlich rausgehen. Ja. Andere Variante wäre einfach nur eine Strebe, die dann halt flach runterkommt. Genau, und da sind wir dann auch ein bisschen frei, so wie der Fahrer es halt gerne möchte, ob er viel Schutz haben will, wirklich. Oder ob du dann sagst, nee, ich bin wohl schon über der 30 rüber, ich könnte auch ein bisschen tiefer, damit ich so besser rüberkomme. Oder? Also das ist dann kundenspezifisch, ne? Also das ist so, wie er dann haben will. Und verschraubt wird er hier? Genau, also wir machen dann wirklich erstmal den Teppich hoch, sehen wirklich, wie die Bodengruppe aussieht, was wir da machen können, wie wir Varianten haben, ob da wirklich ein Tunnel drunter sitzt oder ein Dom. Ja, oder ein Querholzplatten hat der runter. Genau. Sehen wir nach Schablone. Also das heißt aber auch, man würde das Auto so komplett einfach hier anliefern bei euch. Ja, genau. Also auch mit Verkleidung am besten, weil Verkleidungen geben uns immer einen Anhalt, wo das Auto aufhört. Mhm. Weil es bringt mir nichts, eine leere Karosse oder ein leeres Auto zu kriegen, nur mit einem Turmbrett. Und er sagte, ich baue nachher die Türen ein und ich passe das Kreuz natürlich ohne Türverkleidung ein. Dann weiß ich nicht, wohin. Also lieber alles als gar nichts. Bringt uns mehr. Okay, also eskaliert doch wieder. Ja, eskaliert. Also doch noch Türnetz rein. Ne? okay, also ich muss da auf jeden Fall einmal Rücksprache, das hatten wir vorhin auch gesprochen, mal mit dem TÜV-Prüfer verhalten, was der so generell so sagt. Ja. Wie der das so findet, die ganze Thematik. Wobei es in dem Fall ehrlich gesagt für mich jetzt kein, also da ist mir dann auch die Sicherheit auf der Rennstrecke auf jeden Fall mehr wert, als dass es jetzt unbedingt eingetragen werden kann oder so. Weil unterm Strich wird es am Ende eh ein Rennauto sein, halt. Ja, klar. Also wirklich Anhänger und dann Abfahrt. Genau. Gib ihm. Ja, okay. Eigentlich eh schon immer Anhänger, weil die Chance, dass da mal was passiert, ist ja schon recht groß. Ja. Gerade auch so mit Slicks und dies und jenes und so weiter. Das heißt, eigentlich ist es stressfreier direkt mit Anhänger hin und fertig halt. Genau. Hast du denn vor, dann das Ding auch leicht zu machen und alles raus? Also keine Türverkleidung? Nee, das war, also eigentlich hätte ich es gerne vom Innenraum her genauso gelassen. Achso, okay. Okay, so. Gut, ja, okay. Ja. Erstmal zumindest. Ja. So, weil ich glaube nicht, dass das alles, weil sonst wird es halt gleich so voll Rennauto. Deswegen ist halt jetzt die, ja, das stimmt, die Überlegung, was man halt macht. Ja, okay, man kann ja auch vielleicht sagen, bei den Türen weiß man nicht so. Also Türen könnte man wirklich vielleicht schon auf Rennen trimmen, alleine schon wegen Gewicht. Mhm. Und die sind ja extrem schwer mit Verkleidung und allem. Mhm. Wenn man da wirklich nur Blech vorsetzt, alles isoliert Carbon, welches sieht auch schick aus dann hast du schon viel Platz gewonnen erstens und zweitens hast du dann schon ein bisschen Rennlook drin. Ne? Das heißt, ihr würdet dann das Kreuz weiter nach außen setzen? Ja, also wir sind da sowieso erstmal gebunden wegen der Verkleidung. Wo das dann wirklich, wenn das Rohr jetzt hier hauptläuft und hinten auch wirklich an der Karosse läuft oder Verkleidung, sind wir ja schon mal ein bisschen gebunden. Dann kommt die Tür. Ja. Aber wenn dann natürlich die Verkleidung wegfällt, bist du ja wirklich im Raum nochmal wieder nach außen gewandert. Und dann hast du mehr Möglichkeiten, wieder das Kreuz nach außen zu bringen. Aber dann ist das immer so eine Sache wegen Stabilität. Wird nicht schlechter oder sowas, aber man sagt halt, jeder Knick schwächt das Rohr. Ne? Früher war es wirklich so, da haben sie die Zellen wirklich an jeder Stelle, wo es irgendwie nicht anlag, geknickt, damit es dran liegt. Und heute, wenn du die Autos anguckst, dann haben überall 7 cm Luft, sind alle nach unten gespeckt, alles gerade, so klein wie möglich, starr, damit da Statik drin kommt, alles leicht wird. Ne? Also in den letzten 20 Jahren hat sich das ganz schön gewandelt, auch von der Sicherheit her allgemein. Also das siehst du in der Rallye überall. Wo läuft hier oben das Rohr dann lang? Also die kann ich ja logischerweise nicht mehr klappen, die bleiben dauernd oben. Oder nimmst du raus und machst oben diesen Sonnenscheinkleber rein. Mhm. Das muss aber mit dem TÜV absprechen, ich weiß nicht, wie das genauso ist.
Aber das könnte man auch machen. Gerade wenn du so wie nur Rennstrecke fährst, kannst du sie rausnehmen, machst einen Klebestreifen oben rüber. Und dann muss ja das Rohr eigentlich irgendwo... Also das läuft meistens der Kontur entlang, wenn das ist am Vorderteil komplett. Also wir werden der Kontur folgen und werden dann hier ab hier an der Rüber rennen. Und dann ist es auch nochmal nach unten geschnitten. Also wir folgen mit der Kontur komplett gerade rüber. Würde ich denke mal hier dann drinnen liegen und dann geht das hier so leicht wieder nach oben, damit wir Platz gewinnen und dann geht es hier wieder an der Kontur runter und dann hier wieder gepasst. Das heißt, könnten wir es theoretisch so machen, wir stellen erstmal den vorderen Teil rein und den hinteren Teil rein und dann überlegt man sich, wie man das Kreuz so gestaltet, oder muss das vorher alles gemacht werden? Nee, das kannst du vorher schon machen. Also das brauchst du nicht unbedingt mit dem Rohr drinstehen haben. Ja, ja. Du siehst vorher schon, was platzmöglich da ist und was man dann wirklich selber haben will. Ne? Ja. Dann ist ja noch die Frage, Wick, Mack, Schnellverbinder, keine Schnellverbinder. Das ist ja die Wurst. Auf jeden Fall Chromo. Okay. Ja. Was ist der Unterschied? Also von der Steifigkeit irgendwas? Ja, Härte, Steifigkeit viel höher. Also so ein Standardkäfig vom E355 Stahl hat so eine Newtonfestigkeit von 355 Newton pro Quadratmillimeter und Chromo liegt dann so fast bei 760. Also schon das Doppelte und das Gewicht ist natürlich wesentlich weniger, weil es viel leichter ist. Und das Schweißverfahren? Schweißverfahren bleibt dasselbe. Mhm. Kommt darauf an, was für eine Zusammensetzung beim Schweißen ist. Aber wir haben eine Richtlinie halt vom Motorsport, was man nehmen darf als Schweißdraht und Gas und was nicht. Aber von der Festigkeit her, Mack und Wick beim Käfig gibt sich nicht viel. Wick ist natürlich, sieht schön aus, ist nicht so rollig und nach dem Lackieren hast du nicht diesen Proll-Effekt von der Nähte. Ne? Mhm. Sieht natürlich ein bisschen effektvoller aus. Das ist ja dann für uns ein bisschen schwieriger, aber das ist kein Problem. Also okay. Wäre machbar. Zertifikatstandard vor Jahren, vor vielen, vielen Jahren. Ne? Ja, das sieht ja noch so ein bisschen aus wie der herkömmliche Käfig, wie man das so in der Basisversion genau, der so kannte. Vor, ne? 18 Jahren war der so erlaubt. Mhm. Und jetzt haben wir hier halt ein aktuelles Zertifikat. Und man braucht aber definitiv schon deutlich mehr Streben. Woran liegt das, dass es sich ändert? Einfach das Prüfverfahren? Weil die wollen auch immer mehr Sicherheit? Genau, genau. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass die Karossen so viel schlechter werden? Wie wir vorher hatten schon, in DMSB oder 4. Mhm. Jeder Unfall wird geprüft, analysiert. Aus jedem Unfall lernt man was. Und deswegen geht es halt über diese... Wird einfach immer sicherer? Genau. Okay. Ah, verstehe. Also wir haben hier theoretisch auch die Türkreuze, die doppelte A-Säule, das Dachkreuz. Genau. Ein Hauptkreuz. Alles eigentlich. Verlängerten Plattenschutz ja auch. Volle Programm. Alles. Er würde aber tatsächlich für das Auto gehen. Wird sehr eng in dem Auto, würde ich sagen. Ne? Bleibt nichts mehr über vom Auto. Ja, wahrscheinlich hast du dann nur noch deinen Platz da oder so. Weil ich überlege, weil bis auf die doppelte A-Säule haben wir doch eigentlich fast. Dein ungeliebtes Dachkreuz. Ja, den Flankenschutz hast du, glaube ich, dann nicht. Ne? Den da unten? Ja. Das ist die Erweiterung von der Achse hinten zum ersten. Weil ich den eigentlich ganz cool finde. Können wir auch mal einbauen. Kann man hier noch zeigen an der Schablone. Quasi eine Strebe von hier runter. Dann haben wir natürlich die Strebe. Und dann halt in den Hauptbügel muss halt richtig ein Kreuz und auch noch mal so eine Strebe. Da können wir einmal darüber gehen, sich gerade. Drin. Was ist das für ein Auto? Peugeot 107. Citroën und noch also eigentlich ähnlich klein, ne? Das ist ein kleines Auto. Ja, aber auch wieder hoch und viel Platz nach oben. Deswegen hast du auch hier diesen extremen Effekt. Weil das hast du bei dem zum Beispiel nicht. Und das Ding wird aber durchs Armaturenbrett gehen, ne? Ja, genau. Also du hast hier das Armaturenbrett sitzen dann und hier ist dann Stopp. Aber hier siehst du dann auch, wenn du jetzt wirklich hier so sitzt, ne? Ich möchte raus hier, ne? So, dann müsste hier jetzt aber hier auf jeden Fall noch eine Strebe rein. Und oben das Kreuz. Und das Kreuz. Und deine Ohrenstrebe. Boah, jetzt bin ich überfordert. Der schlimmste Satz waren 58 Rohre in einem Käfig. Das war das Schlimmste bislang, was ich hatte. Was wiegt sowas? Was schätzt du am Ende ungefähr aus Probe? Also der Standardstahl wiegt so roundabout an die 60. An was dran ist noch und wie viel und wie groß vor allem. Und Chromo hatten wir mal gerechnet, 42 bis 50 Kilo. Kommt doch an, was dann wirklich dran ist. Also Schnellverbinder sind da natürlich wieder mehr Gewicht, weil die ja natürlich auch massiv sind. Da merkst du, dann kommst du wohl an die 60, 50 Kilo ran. Kommt Gewicht aber roundabout 45 Kilo hast du. Boah, wo soll ich die 50 Kilo wieder raus haben? Aber dafür
Gespräche halt pur. Dann muss ich aber theoretisch alles ausbauen. Das ist immer noch besser, als wenn du 50 Kilo Gewicht ins Auto legst. Ja, klar. Macht ja auch stabil am Ende. Was bringt mir theoretisch dieses Zertifikat? Gibt es manche Rennserien, wo das vorgeschrieben ist? Ja klar, also Rennserien selber, da musst du ein Zertifikat antanzen. Du kommst mit dem Auto wirklich da an, du kannst dich anmelden, kannst die Rennklasse fahren, aber du musst wirklich ein Auto abgenommen haben bei den Prüfern da. Und die wollen dann wirklich ein Sicherheitszertifikat haben vom DMSB oder von der FIA, ob der Käfig wirklich abgenommen ist. Genau. Weil vorher darfst du gar nicht starten. Ja. Gleich über den Tank. Ja, ja, genau so. Ist ja richtig hier zukunftsweisend heute. aber ich denke mal, da wird man dann noch so massiv viel an dem Auto zusätzlich eh noch umbauen müssen. Ja, komm mal, was du noch haben willst. Also von der Zelle her jetzt nicht so, aber ich weiß ja nicht, was du noch machst. Nee, ich meine jetzt, bis das Auto dann wirklich dort zugelassen wird. Achso, ja. Weil da kommen dann ja noch ganz. Da ist jetzt, ne? Ja, da ist wahrscheinlich auch Glas verboten, da muss alles wahrscheinlich Plexiglas sein. Gibt es ja bestimmt mittlerweile auch. Mit Folie. Also Folie, Plexiglasscheiben, Sicherheitsgurte, Sitze. Also da kommt noch einiges. So, weil ich glaube, dann würde ich die Zelle doch lieber so bauen, wie sie für uns erstmal cool ist. Macht da mehr Sinn, weil... Würde ich auch machen, weil wann wirst du mal... Deswegen, es wird kein offizieller Rennwagen werden. Ja. Cool. So. Okay, ich würde sagen, wir brechen das Ganze jetzt hier erstmal für den ersten Teil ab. Mhm. Weil Problem war ja eh, wir haben eh ein paar Tage Zeit, bis ihr wieder Chromomaterial bekommt, genau, das wir bauen können. Zulauf. Das heißt, wir müssen eh nochmal wiederkommen und dann nehmen wir auf jeden Fall auch die ganze Produktion einmal auseinander hier. Genau. Das wird auf jeden Fall cool. Dann können wir auch ein paar Sachen ins Auto reinstellen und gucken dann, was am meisten Sinn macht. Genau. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Und bis in ein paar Tagen, Wochen. Genau. Ciao. Ciao, ciao. I'm running the race. I gotta pick up the pace.